Ich habe gehört, du startest bei der Einstein Classic. Ja, ich fahre die Einstein Classic jetzt, glaube ich, zum 18. oder 19. Mal und durfte sie auch gewinnen. Aber dieses Mal fahre ich mit meinem ganz, ganz lieben Freund, dem Vizekanzler und Justizminister Dr. Wolfgang Brandstätter, und freue mich also sehr darauf. Wir machen uns ein bisschen Heckmeck, dass wir als Brandstätter fahren, und was journalistisch sicher ganz interessant ist. Und mit was für ein Auto werden Sie am Start sein da? Ich werde mit meiner Renault Alpine 110 fahren, die ein Ex-Werksauto ist, und zwar früher im Besitz von Renault war, aber Ove Andersen damit gefahren ist. Ove Andersen und David Stone war es das Trainingsauto. Sie sind nur eine einzige Rallye gefahren, das war Marrakesch 1974, und seit 10 Jahren ist sie in meiner Hand. Sehr schön. So werden die Autos nicht nur hin und wieder in Museen hingestellt, sondern auch wirklich auf die Strecken noch herumgefahren, damit sie nicht vom Stehen hin werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht. Wir versuchen das Kulturgut, das technische Kulturgut zu erhalten und als fahrendes Museum mehr oder weniger zu präsentieren, wie es ja europaweit gemacht wird bei der Mille Miglia. Aber ich halte die Einstein Classic für mit Sicherheit eine der 3 perfektesten Veranstaltungen in Europa. Ist auch mittlerweile traditionell schon komplett etabliert, muss man sagen. Seit wie vielen Jahren gibt es die Einstein Classic schon? Seit 25 Jahren. Wir feiern heuer das 25. Jubiläum, und es ist wirklich eine große Geschichte, die Michael Glöckner und Helmut Zwickl hier aufgestellt haben, und wir freuen uns immer auf die Rallye, wir freuen uns auf die gesellschaftliche Situation, und wir freuen uns vor allem das Come Together von wirklich ausgezeichneten Leuten, die den Motorsport in den letzten 30, 40, 50 Jahren geprägt haben. Wie steht der Vizekanzler zum Thema Motorsport? Ja, da gibt es schon eine gewisse Begeisterung schon seit frühester Jugend, das merkt man wahrscheinlich auch, und ich habe eine Riesenfreude darüber, dass ich heuer bei der Einstein Classic mitfahren darf. Mit jemandem, der auch immer sehr stark eingebunden ist in der Kinderrallye, mit dem Dr. Gary Brandstätter, der zufällig so heißt wie ich, schreibt sie ja genau richtig, so wie ich, nämlich ohne Umlaut. Und er wird mit seiner Renault Alpine heuer Teilnehmer bei der Einstein Classic. Ich bin der Beifahrer. Mein Problem ist, er fährt natürlich, wie es gewohnt ist, auf Sieg, und wenn wir es nicht schaffen, dann wird es wahrscheinlich an mir liegen, aber es wird eine tolle Sache, und ich freue mich schon drauf. Ja, ich hab's eh schon gehört, weil wir haben mit ihm auch schon gesprochen, und ja, er hat uns gesagt, er wird seine Alpine ausführen zu dem Thema. Ja. Das wird sicher auch noch ein bisschen Herausforderung beim Aus- und Einsteigen, weil das ist ja wirklich ein Flunder, wie man sagt. Überhaupt nicht. Ich habe mich selber gewundert. Nein, also ich weiß, wenn man mich so anschaut, dann traue ich mir das nicht zu, aber ich habe genug Platz in der Renault Alpine, wirklich mehr als genug Platz. Und es wird sicher eine Herausforderung sein, halt immer diese Schnitte so zu kalkulieren, dass der Fahrer auch die Chance hat, sein Ziel zu erreichen. Und sein Ziel ist ziemlich weit oben. Aber wir werden sicher viel Freude damit haben, und ich finde es einfach schön, dass ich da dabei sein kann. Das sind die ersten und echten, wirklichen 3 Urlaubstage, die wir hernehmen für die Einstein Classic. Aber die sind unverzichtbar.